Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Wanoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angewissen. Ich bin der Sashi und das ist der Daniel und wir erzählen heute was über den 11. September, aber nicht über Flugzeuge. Nein, nicht über Flugzeuge. Wir erzählen heute was über... Über das erste Geburtstagskind, beziehungsweise das Geburtstagskind des Tages, ist Antonio Pizzonia. Kennst du nicht? Ja, ist das schon der Erfinder der Pizza? Oder? Nee, nicht. Pizzonia ist ein Brasilianer und ist ein brasilianischer Formel-1-Rennfahrer gewesen. Oh. Hat für Jaguar gefahren. Ich gucke gerade nochmal nach. Für Jaguar jahrelang gefahren und war tätig 2003 bis 2005. Warum erwähnen wir das? Wie heißt der nochmal? Pizzonia. Pizzonia war halt einer der wenigen brasilianischen Sportstars, die halt nicht Fußball gespielt haben. So wie Ayrton Senna zum Beispiel. Einer der wenigen, genau. Ja, okay. genau. Aber wir wollen ja heute am 11. September nicht über Flugzeuge sprechen und nicht über schnelle Autos. Sondern über? Karl Marx. Am 11. September und zwar 1867 veröffentlichte Karl Marx sein Riesenwerk Das Kapital. Das Kapital. Ja. Yeah. Von Karl Marx. Karl Marx. Oh, am 11. September. 11. September. Ist das bezeichnend, dass Karl Marx am 11. September das Ding veröffentlicht hat und dann, ich will mal nicht spekulieren. Könnte sein. Ja. Aber jetzt haben wir wieder einen Fakt des Tages. Ja, schön, mach nochmal so. Ja, super. Warte, wir blenden nochmal ein. Fakt des Tages. Sehr schön. Ja. Fakt des Tages ist, ein Raumanzug kostet 10 Millionen Euro. Oh. Ja. 10 Millionen Euro. Also diese Kugeln da und sowas hier. Okay. Dann ist der Druckausgleich da und hin und her und blablabla. Und die Temperatur muss ja auch stimmen. Und da können sie dann diese Raumspaziergänge machen. Also. Ja. Das ist wie bei meinem Konfirmantenanzug damals. Ja, es war, war ein bisschen der war günstiger. Der war von C&A. Ja, aber Raumanzüge von C&A wüsste ich jetzt nicht, dass das gibt. Nee, das war auch jetzt in dem Sinne. Noch nicht, aber warten wir noch mal 100 Jährchen. Möglich, ja. Wenn wir dann mal den Mars besiedelt haben, könnte sein, wenn die eine Filiale da aufmachen. Ja, ja, dann gibt es bestimmt irgendwie auch Raumanzüge so von der Stange. Ja, Logo. Ja, Konfektionsgröße etc. Aber wir haben noch einen Fakt des Tages. Ja, ja. Es sind noch 111 Tage bis zum Jahresende. Wow, das ging aber schnell. Am 11. September, kann man sich gut merken, sind noch 111 Tage bis zum Jahresende. Okay. Ja, ob wir das durchhalten, ist die Frage. Das war der 11. September. Wir sehen uns morgen wieder am 12. September. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.